Ach was. Ja, ich bin auch erst gerade. Ich war kurz drinnen, aber mein Internet weg, weil ich immer bei einer Freundin und bei ihr ist WLAN immer so ein bisschen schlecht. Und dann wurde ich rausgeschmissen vom WLAN und deswegen war ich danach halt raus wieder beim Livestream. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt bei einer Freundin, aber ich bin jetzt mit mobilen Daten drin, also alles gut. Du kannst du jetzt endlich nach 1,5 Stunden, das haben wir dich endlich gefunden. Nicole, ja, wir wollen deine Stimme. Hast du instrumental da irgendwas? Ja, ich kann das Handy von meiner Freundin nehmen. Habt ihr irgendwie einen Wunsch oder sowas? Ich habe einen Wunsch, warte. Erzähl. Stand up for love. Stand up for love, ich wusste es. Warte. So. Aber ich fand da auch Ding gut, ne? Was ist das? Das von Juju. Oder Juju oder Jojo. War das echt gut? Ich fand's echt gut, ja. Danke. So, Stand-up for love. Leute, Nicole, die ganz, ganz junge, die jüngste Kandidatin bei dir ist das diese Staffel. Woo, Nicole, Alter. Wow. Also ich muss dazu sagen, mein Handy ist ein bisschen scheiß, ist gestern kaputt gegangen, das heißt, die Box ist ein bisschen kaputt. Die Leute hören es nicht so gut. Aber Nicole, ich hab's dir gesagt, und es ist scheißegal, ob du bei DSDS raus bist oder nicht. Ist scheißegal. Du bist eine unglaubliche Sängerin. Du weißt selber. Es ist scheißegal. Ey, ich schwör, du bist 16. Ey, Leute, 16 Jahre. Gibt euch das mal. Leute, ihr habt doch einen Hänger, alle, Alter. Die Nicole ist 16, Mann. Mit 16, Alter, habe ich noch Power Ranger gespielt. Wow, Alter. Wirklich. Wahnsinnig, Alter. Das bleibt mir wirklich richtig viel Unspaß. Hey Nicole, was soll ich dir sagen? Du wirst deinen Weg gehen, du weißt selber, du bist noch jung. Und wir haben dich gesucht, wir haben dich gefunden. Da waren, du hast zu viele Fanseiten, du bist ein Star geworden, Nicole. Das ist echt krass, ich bin selber so überwältigt, dass ich so viele Fanseiten habe. Also ehrlich, das ja, aber richtig. Ich habe 2, 3 Fanseiten von dir eingeladen. Ich habe gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber wir haben es geschafft, wir sind alle glücklich jetzt. Und ich wünsche dir einen schönen Abend mit deiner Freundin und wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen, ja? Danke schön, dass ich drin sein durfte. Kein Problem, wir hören uns, ja? Dir auch, ciao, ciao. Ciao. Nicole, ich liebe alle DSDS-Kandidaten, wirklich, Mann. Für mich ist natürlich DSDS ein Job, so dass ich sage, ich bin Juror hin und her, aber ich schwöre, Mann, ich versuche wirklich
Also auch die Kandidaten von früher, ob es eine Alicia ist, ob es ein Momo ist, so, weißt du, die sind alle wirklich ganz tief in meinem Herzen drin und ich werde immer für die da sein, wenn die irgendwelche Hilfe brauchen oder wenn die irgendwie Tipps brauchen, immer. Immer. Egal. Oh mein Gott. Ich bin nicht Gott. Hi. Okay, ich sehe nichts. Da haben wir noch einen von DSDS gefunden. Halleluja. Dann lass mal jetzt auch singen. Pietro! Ich glaube, es hakt. Wie geht's dir? Ey, Großer, wie geht's, Mann? Ah, wenn ich dich sehe, geht's mir bombastisch. Ey, du weißt, heute ist ein DSDS-Tag. Du hast schon viel verpasst heute. Ich habe gehört, Ricardo war bei mir. Und alle waren sie da, alle. Ah. Ehemalige DSDS-Kandidaten, keine Ahnung was. Und jetzt bist du dran. Tschüss, mein Herz klopft gerade. Wie geht's dir sonst? Geht's dir gut? Ich versuche hier irgendwie Corona zu überstehen. Ja, wir alle, hey, du weißt selber. Heftige Zeiten. Und sonst, ich arbeite an neuen Sachen, YouTube. Ja, ich habe schon ein bisschen was gehört, so YouTube-mäßig und so, ne? Wie heißt dein Channel da? Costa Creativa. Also Leute, ihr wisst Bescheid, alle folgen. Und jetzt sing mal was für uns. Creep? Ja. When you're here before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Super, Junge. Maschine, ich wünsche dir nur das Beste. Danke dir. War ja, super ja. Mit dir. Herzlich lieb, Bruder. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, Leute. Ich glaube, heute hatten wir einen krassen DSDS-Tag. Pietro, kannst du nochmal Kämpferherz singen? Ja. Ich versuch's. Wenn es nicht klappt, keine Garantie für nichts, aber ich versuche es, okay? Wartet mal, ich muss gucken, ob es überhaupt richtig ist. Nein. So. Ich finde es gerade nicht. Ah, hier vielleicht instrumental, ja. Passt auf. Weil die Nase läuft, wisst ihr, Leute. Deswegen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich werde jetzt versuchen, nochmal diesen Song zu singen für euch. Wird nicht einfach, aber egal. Okay?